Ein einziger Biss einer Giftschlange könnte dich töten. Aber wie wäre es, Gift direkt aus dem Glas zu trinken? Prost! Woraus besteht Schlangengift? Wie würde das Trinken sich vom Gebissenwerden unterscheiden? Und wie lange würde es dauern, dich zu töten? Hier ist Was wäre wenn? Und das würde passieren, wenn du Schlangengift trinkst. Wenn eine giftige Schlange dich beißt, wird eine komplexe Mischung aus giftigen Proteinen, Enzymen und anderen molekularen Substanzen direkt in deinen Blutkreislauf injiziert. Dies dient dazu, dich zu paralysieren und deine Zellen und Gewebe zu zerstören, damit du leichter zu fressen bist. Ein Biss führt oft zu Lähmungen, inneren Blutungen und zum Tod. Es ist nicht schön. Schlangenbisse töten jedes Jahr weltweit 81.000 bis 138.000 Menschen. Wäre also ein Schluck Schlangengift dein letzter? Wenn dich eine Giftschlange beißt, würde das Gift innerhalb von Sekunden von den Giftzähnen in deinen Blutkreislauf gelangen. Du hättest eine geringe Überlebenschance. Wie es ausgehen würde, hängt von der Art des Giftes ab. Aber da komme ich gleich drauf zurück. Schlangenbisse sind gefährlich. Entscheidest du dich, das Gift zu trinken, würde die Geschichte aber eine andere Wendung nehmen. Schlangengift ist nicht gleich Gift. Die proteinbasierten Giftstoffe des Schlangengifts müssen in deinen Blutkreislauf gelangen, um Schaden anzurichten. Wenn du es trinkst, würden Magensäure und Verdauungsenzyme es vermutlich aufspalten. Dann wäre es, als hättest du nie Gift getrunken. Warte, leg die Schlange hin. Ich habe nicht gesagt, es wäre völlig ungefährlich. Eckst du einen giftigen Shot, ist das Ergebnis eventuell nicht so schmerzhaft, als würde das Gift in eine Wunde eindringen. Aber harmlos wäre es auch nicht. Das Gift könnte immer noch durch dein Verdauungssystem in deinen Blutkreislauf gelangen. In diesem Fall würdest du eine Koagulopathie erleiden. Eine Beeinträchtigung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Von da an kann es sehr schnell schief gehen. Erinnerst du dich, als ich sagte, dass es verschiedene Arten von Schlangengift gibt? Hast du neurotoxisches Cobra- oder Mamba-Gift getrunken und dein Magen hat nicht alles abgebaut? Würde das Gift dein Nervensystem blockieren oder überstimulieren, was zu eingeschränkter Augenbewegung, hängenden Augenlidern und Schwierigkeiten beim Sprechen, Schlucken und Atmen führt? Nimmt man die neurotoxischen Wirkungen des Gifts der Inlandstaipane, hättest du 5 bis 10 Stunden Hölle vor dir. Es kann Wochen dauern, bis deine Nerven repariert sind. Du könntest ohne externe Unterstützung nicht atmen. Trinkst du genug von diesem Gift, könntest du die chemischen Signale zwischen deinen Neuronen stören. Das könnte dich lähmen oder töten. Trinkst du Klapperschlangen oder Kupfergoldgift, nimmst du hämotoxisches Gift ein. Gelangt dieses Gift in deinen Blutkreislauf, beeinträchtigte es in erster Linie dein Blut und Herz. Schwere innere Blutungen folgen. Oder es führte dazu, dass sich Blutzellen verklumpen, was zu Thrombosen oder Herzversagen führt. Diese Art von Gift kann in Schlangen wie Vipern, Klapperschlangen und anderen gefunden werden. Mykotoxine, die auch in Schlangengift enthalten sein können, schädigten deine Muskelzellen erheblich und verursachten Nekrose. Die Membrane deiner Muskelzellen lösen sich auf. Eine schmerzhafte Erfahrung. Erschwerend kommt hinzu, dass die Giftproteine in den Urin übergehen und deine Nieren langfristig schädigen. Dein Herz käme aus dem Takt. Der erhöhte Blut-Kaliumspiegel könnte zu einem Herzstillstand führen. Gelangte zytotoxisches Cobra-Gift aus deinem Drink in deinen Blutkreislauf, würde dies zum vorzeitigen Zellsterben in deinem Gewebe führen.
Teile deines Gewebes würden sich verflüssigen. Kobras sind ein typisches Beispiel für Schlangen mit zytotoxischem Gift. Dies hätte alle möglichen verheerenden Auswirkungen in deinem Körper. Aber die Gifteinnahme könnte eine Rolle bei der Entwicklung von Antiseren auf menschlicher Basis spielen. Der Rock'n'Roll-Musiker Steve Ludwin nimmt seit über 30 Jahren auf verschiedene Weise tödliches Schlangengift zu sich. Er begann damit, um zu sehen, ob er immun werden könnte. Nach jahrelangem Giftkonsum entwickelte sein Körper Gegengift. Antiserum wird überwiegend aus Pferdeblut hergestellt. Einige Schlangenopfer sterben, weil ihr Körper dieses aber ablehnt. Daher ist eine vom Menschen abgeleitete Option wichtig. Wenn du gefährliche Cocktail magst, denk daran, dass die Entwicklung von Antiseren teuer ist und für viele Pharmaunternehmen keine Priorität hat. Gift zu trinken wäre das Risiko einfach nicht wert. Vielleicht könntest du aber in einem Pool voller Schlangengift baden. Okay, aber das ist eine andere Geschichte. Bei Was wäre, wenn?